Ja, das Programm bietet, glaube ich, eine ganz bunte Mischung an ganz verschiedenen Größen von Besetzungen an, sodass auch die Akademisten sich ein bisschen präsentieren können als Solisten, weil das für die auch wichtig ist, mal solistisch in Erscheinung zu treten, nicht immer im großen Ensemble so. Ich glaube ja, dass gerade bei Blechbläsern, das hat immer eine Räumlichkeit. Also wenn es keine Räumlichkeit hat, dann fehlt einem irgendwie so ein bisschen was. Horn hat sowieso immer so eine Dimension Wald und Natur. Paula spielt ihr Solostück oben auf dem Balkon. Noch weiter, ganz nach oben. Ach, ganz oben. Ganz nach oben und dann wieder runter. Okay, komm mal ein bisschen weiter runter. Und jetzt, genau, ja, das ist gut. Was denkst du? Da? Ja. Es ist bestimmt mal was Außergewöhnliches, wenn man auf einmal so 10 Meter höher irgendwo was spielen muss. Das ist eine Erfahrung, sowas macht man nicht so oft. Auf der Bühne ist immer beleuchtet und ein bisschen in so einer Gruppe ist man ja immer so ein bisschen geborgen. Und wenn man dann auf einmal so alleine irgendwo steht, ist es so ein bisschen eine Herausforderung, hoffentlich. Okay, stopp, gut. Bim, decke. Machst du Doppelzunge oder? Nee. Machst du ein ganz klein bisschen langsamer. Bim, da. Was er versucht, ist einfach, dass man das so vielseitig wie möglich irgendwie gestaltet. Und damit wir irgendwie auch als Blechbläser rauskommen aus dieser einen Schiene immer nur hoch und laut oder. Keine Ahnung, im Orchester dann spielen, wenn es laut sein muss. Dass man auch mal zeigt, wie vielseitig Blechbläser sein können, weil wenn man uns in der Geschichte der Musik hernimmt, also wir haben ganz lange Zeit einfach nur einen Hintergrundjob gehabt, auch im Orchester. Und der Kammermusik ist prädestiniert dafür, durch die großen freien Flächen und durch die verschiedenen Winkel, die man hat, dort ein bisschen was räumlich auch zu bieten.